Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren und dieses Mal sehr, sehr wichtigen Video, meine Freunde. Denn es geht, wie ihr schon am Titel erkannt habt, um Artikel 13. Ich weiß, jeder YouTuber macht jetzt derzeit ein Video dafür. Viele auch, weil sie halt Angst haben, dass sie ihren, ich sag jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, Job verlieren. Denn viele verdienen ja auch mit YouTube ihren Lebensunterhalt. Ich jetzt nicht. Trotzdem ist YouTube für mich, YouTube ist für mich eine Plattform, auf der ich mich gerne aufhalte. Ich gucke mir sehr gerne Videos an, ich gucke mir sehr gerne auch eure Streams an, lade selber gerne Videos hoch, streame auch selber sehr, sehr gerne. Und das ist eigentlich mein Hobby. Mein Hobby ist das eigentlich gewesen. Mittlerweile ist es ja schon, ja, es ist immer noch ein Hobby, aber es ist für mich mittlerweile schon ein bisschen nebenberuflich. Dadurch, dass ich ja fast 5000 Abos habe, verdiene ich natürlich auch ein paar Euro damit, nicht die Welt. Darum geht es auch gar nicht. Es geht für mich vielmehr darum, YouTube ist ja auch, durch YouTube kann man ja so viel erfahren, lernen. Es gibt zu lachen, es gibt ja alles Mögliche. Man kann ja heute, wegen jedem Scheiß kann man sich ja YouTube reinziehen. Sei es dazu, man will eine Schrankwand aufbauen, man will sich witzige Tiervideos angucken. Ist ja scheißegal, was ihr machen wollt. Es gibt ja wirklich alles mittlerweile auf YouTube. Und das Ganze könnte dann zu Ende sein, wenn dieser Artikel durchgewunken wird. Und ja, was können wir dagegen tun? Das ist eigentlich das, worauf ich jetzt heute hinaus will. Denn wir haben nicht mehr viel Zeit, wir haben noch ein paar Stunden. Wir haben jetzt den 12. Februar 2019, morgen am 13. Februar 2019 soll das Ganze beschlossen werden und wenn wir Pech haben, wird das Ganze dann im April, Mai rum schon in Kraft treten. Und ja, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, was wir tun können. So, die eine Möglichkeit, die wurde ja schon vor Monaten bekannt durch YouTube etc. Und zwar auf change.org könnt ihr natürlich eine Petition unterschreiben. Die liegt jetzt, glaube ich, bei 4,6 Millionen Stimmen oder so, ich weiß es gar nicht, müsste ich jetzt nachgucken. Den Link packe ich euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Und jetzt gibt es aber noch eine Möglichkeit, eine, wie ich persönlich finde, noch viel bessere Möglichkeit. Und zwar zeige ich euch diese jetzt. Es gibt eine Internetseite, die zeige ich euch jetzt hier im Hintergrund. Und zwar hier oben, so, saveyourinternet.eu/de. Das Ganze packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung unten rein. Und zwar könnt ihr hier euch jetzt die Parlamentsmitglieder angucken, die praktisch über diesen Artikel abstimmen. So, gehen wir mal ein bisschen runter. Hier seht ihr schon, alle diese roten sind alle für diesen Artikel. Also praktisch die, die es zu überzeugen gilt. So, alle, die grün sind, und das sind die hier unten, das sind die, die gegen diesen Artikel stimmen. So. Was mit den zwei hier in der Mitte ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind neu oder so. Ich habe keine Ahnung. Habe von denen noch nie was gehört. Auf jeden Fall, die sind jetzt erstmal außen vor. Von denen, keine Ahnung. So. Wie gesagt, es gilt dazu, diese roten zu überzeugen. So, und jetzt habt ihr hier die ganzen E-Mail-Adressen. Das sind alles die E-Mail-Adressen, an die ihr euch wenden könnt. So, jetzt müsst ihr natürlich nicht jedem Einzelnen eine E-Mail schreiben. Nein. Ihr könnt jetzt ganz nach unten scrollen. So, jetzt wird es interessant. So, und hier seht ihr es ja schon. Ist halt gegen diesen Artikel 13. So, und jetzt könnt ihr hier einfach auswählen, wem ihr die schicken wollt, die E-Mails. So, hier habt ihr diese Message, die ist auf Englisch. Ihr könnt die natürlich auch dementsprechend auf Deutsch verfassen oder auch selber was schreiben. Wie es euch halt gerade passt, wie ihr Zeit habt, egal. So, hier unten könnt ihr jetzt das Ganze zum Clipboard speichern oder hier. So, dann könnt ihr das Ganze in euren Zwischenspeicher speichern, braucht es nachher nur noch einfügen. Denn wenn ihr jetzt auf das entsprechende klickt, also sagen wir jetzt mal E-Mail zu den ersten 20, so, dann öffnet sich euer Outlook und ihr könntet jetzt praktisch von hier aus sofort die E-Mails verschicken. So. Und das Ganze müsstet ihr theoretisch dreimal machen und dann habt ihr praktisch jedem Parlamentsmitglied, das halt für diesen Artikel ist, eine Mail geschrieben, die halt ja gegen diesen Artikel 13 ist und der vielleicht noch überzeugt, das Ganze halt doch nicht so in Kraft treten zu lassen. So, jetzt aber, warum ist das so wichtig heute? So, wie gesagt, morgen am 13. Februar 2019 soll das Ganze beschlossen werden. So, wenn
wenn es morgen zu einer Einigung kommt, dann ist es möglich, dass dieser Artikel noch vor der EU-Wahl durchkommt. Und dann sind wir am Arsch. Nein. Ja, also es ist natürlich nicht gut, wenn das jetzt vorher noch durchkommt. Besser wäre es aber natürlich, wenn morgen die Verhandlungen scheitern würden. Denn dann wären wir erstmal aus dem Gröbsten raus. Denn dann wird es vorher keine Abstimmung oder sowas mehr geben. Dann haben wir nämlich erstmal wieder Ruhe. So. Heißt natürlich nicht, dass es dann auch ewig ist, aber dann wären wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Denn ganz ehrlich, also ich bin auf jeden Fall dagegen. Nicht, weil ich meine 5 Euro im Monat mit YouTube verdiene vielleicht, sondern einfach nur, weil ich halt sehr viel übers Internet mache. Und ich denke mal, die meisten von euch, die sich das Video jetzt angucken, die werden wahrscheinlich derselben Meinung sein. Klar, es gibt auch ein Leben ohne YouTube, es gibt auch ein Leben ohne Facebook, es gibt auch ein Leben ohne Twitter, Instagram, irgendwas. Klar gibt es ein Leben so, aber wollt ihr das noch? Ganz ehrlich, wollt ihr das noch? Weil ich meine, wie oft, wie schnell ist ein Like gesetzt, wie schnell kann man jemandem kommentieren, was Nettes schreiben, sonst irgendwas. Das alles wäre nachher viel schwieriger, wenn diese Upload-Filter kommen würden. Denn, ja. Also ich habe da definitiv keinen Bock drauf. Weil ich merke es allein schon, wenn ich zu Hause bin mit meiner Frau und meinen Kindern und irgendwas gemacht werden soll oder meine Frau irgendwas wissen möchte oder ich was wissen möchte. Dann gehen wir eben bei Google oder bei YouTube, gucken eben, finden eine Antwort und fertig. So. So leicht kann es sein. Aber das Ganze wollen sie uns jetzt erschweren. Und das finde ich ein bisschen schade. So. Und deswegen appelliere ich jetzt an euch. Ich hoffe, ich erreiche noch ein paar Leute bis morgen. Wie gesagt, geht auf diese Seite. Ich verlinke das Ganze natürlich in der Videobeschreibung. Und schickt E-Mails raus. Und dann haben wir vielleicht noch Glück und morgen. Ja, wird das Ganze abgewendet erstmal. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich werde gucken, dass ich morgen so schnell es geht was herausbekomme. Und dann werde ich wahrscheinlich dazu auch ein Video machen. Ansonsten poste ich das Ganze auf meiner Facebook-Seite. Die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja, wie gesagt, macht das bitte, wenn ihr Bock habt, weiterhin Videos zu sehen. Muss nicht unbedingt von mir sein. Weiß ja nicht, ob ihr jetzt Abonnent von meinem Kanal seid oder nicht. Sei es euer Lieblings-YouTuber mit 5 Abonnenten. Selbst er wäre betroffen. Also jeder wäre betroffen, Leute. Das müsst ihr euch einfach mal vor Augen halten. Jeder ist betroffen davon. So, und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir das Ganze noch irgendwie rumreißen. So, jetzt will ich gar nicht weiter labern. Klickt den Link an, verschickt die E-Mails und dann hoffe ich mal, dass wir morgen, ja, bessere Nachrichten hören als heute. Alles klar, Leute. Haut rein. Bis dann. Zockertv.